Wie konntet ihr mir die ganze Zeit über verschweigen, dass ich eure Duff bin? Eine was? Eure Designated Ugly Fat Friend. Ja, ja, Wesley hat mir alles erzählt. Er kann es sonst nicht verbuchstabieren. Eigentlich ziemlich kreativ für Wes. Seit wann interessiert dich das Gefasel von Wesley Rush? Der labert doch die ganze Zeit nur Mist. Ja, aber diesmal ergibt es Sinn. Ich meine, warum sonst würden zwei super heiße beliebte Mädchen mit jemandem wie mir befreundet sein wollen, okay? Weil ihr mich benutzt, damit ihr besser rüberkommt. Okay, nur weil du denkst, eine von uns sähe besser halt, aus, heißt stopp, das nicht... Halt, stopp, da ist es. Da ist es. Weißt du was? Nein. Nein, nein, nein. Ich bin sehr froh, dass du das gerade gesagt hast, weil es das Folgende sehr viel leichter macht. Ja, schönartig nachgucken. Oh, du hast mich gerade entfreundet? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Was soll's? Weißt du was? Dann blocke ich dich eben einfach auf Instagram. Na Halleluja, okay? Ich will mir auch nicht jeden Morgen Fotos deiner selbst aufgeschäumten Cappuccinos reinziehen. Das hast du nicht gesagt. Du magst die Schaumgesichter, die sind schaumtastisch. Psst. Wir erledigen hier gerade etwas. Und ratet was noch? Ich folge euch nicht mehr auf Twitter. Oh, sehr geil! Nie mehr Biancas semi-ironische Tweets des Tages. Oh, oh, sag bloß, wo kommen denn da den ganzen Tag die Retweets her? Das sind Mitleids-Retweets. Weißt du was? Und ich nehme dich runter bei meinem Rehardit und meinem Wine-Feed. Oh, geil, denn ich stehe nicht auf deine Loops, okay? Und weißt du was noch? Ich blocke deinen Arsch auf Tumblr. Und du? Raus aus meinem Snapchat. Also, schön. 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 Ich bin jetzt eine freie Frau. Und schleicht bloß nicht auf meiner Pinterest-Seite rum, ihr Honks.